Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. Lass uns mal schauen, hier vorne ist nämlich gerade ein Gegner, den können wir mal ausschalten. Schauen wir mal, was der hier Schönes fallen lässt. So, und wir sind hier stehen geblieben und müssen hier noch mit Sammler Badoro sprechen. Ein besessener Ork, die sind aber auch ziemlich riesig hier, muss man sagen. So, was haben wir denn hier? Eine schöne Kiste. Es vibriert vor magischer Energie. Finde die alte Truhe im Panawald. Haben wir damit abgeschlossen. Hier haben wir nochmal einen Hasen gehäutet. Und wir schauen mal, was er zu sagen hat. Wir haben so viele Früchte gesammelt. Garnilo macht sich Sorgen. Garnilo ist eine echte Nervensäge. Sag Garnilo, uns geht's gut. So, müssen wir mal schauen, wo wir alle hin müssen. Ja, ich glaube, da können wir den Triporter ruhig benutzen. Dann gehen wir hier nochmal kurz runter. Ich weiß jetzt nicht, ob wir alle Quests haben. Wir haben einen ziemlich vollen Questlog, deswegen sind hier nicht alle angezeigt. Müssen wir mal gleich gucken. Diese Goblins sind ganz schön clever. Ausgezeichnet, die Forscher werden entzückt sein. Diese kulinarischen Forscher arbeiten Tag und Nacht daran, mit diesen Eiern Feinschmeckerrezepte zu entwickeln. Salat Caprese mit Waldschildkröten, Eiern und duftenden Kräutern. Oh, klingt das nicht verlockend? Wenn wir doch nur diesen penetranten Geruch von den Eiern loswerden könnten, wären sie eine hervorragende Zutat. Und wer weiß, vielleicht kann ich die Rezepte an die besten Köche im Burg Wörn verkaufen. Ja, wir machen hier ordentlich Kohle in dem Wald. Die meisten Leute glauben, sie können mit Geld alles kaufen. Sie wissen nicht, wovon sie da reden. Manche Dinge kann man selbst für alles Geld der Welt nicht kaufen. Wie die Waffen, die von den grunzenden Orks und wahnsinnigen Goblins verwendet werden. Außerdem ist es schier unmöglich, einen guten Menschen wie dich zu finden. Apropos, könntest du mir diese Waffen beschaffen? Auch wenn ich nicht so aussehe, ich mag markante Dinge und ich sammle gern alte Waffen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Nehmen wir natürlich auch an. Und wir gucken nochmal hier die beiden Quests. Das ist der verlorene Schatz der Goblins. Vielen Dank, Fremdling. Du hast uns einen großen Gefallen getan. Die Kraft, die diesen Schatz innewohnt, wird helfen, unsere Kinder zu heilen. So, und die Vision der Ältesten. Gut gemacht. Alle sind dir dankbar, Fremdling. Jetzt sind wir in unserem Dorf einen Schritt näher gekommen. Wir werden unser dem Wahnsinn verfallenes Dorf retten. Und das können wir nur dank deiner Hilfe, Fremdling. Die Zeit ist gekommen. Fremdling, dank dir sind wir nun bereit, das Dorf zu betreten. Okay. Wir nähern uns unseren geblendeten Brüdern, um ihnen die Augen für die Wahrheit zu öffnen. Gehe zum Fluss, dort am Pier wartet jemand auf dich, der dich führt. Schauen wir mal. So, lass mal sehen. Perfekt, sehr detailliert. Diese sollten detailliert genug sein, um auch den penibelsten Gelehrten der Gesellschaft zufriedenzustellen. Danke für deine akribische Arbeit, Torus. Das ist der Grund, warum du das vielversprechendste Mitglied der Gilde bist. Ich bin froh, dich für diese Aufgabe ausgewählt zu haben. So, und auch hier schließen wir die Mission ab. Und wir müssen schon wieder hier runter. Das trifft sich ganz gut. Da ist nämlich noch eine Quest auf dem Weg, die wir natürlich auch noch abschließen wollen. Garnilo erleichtert, dass es allen gut geht. Alle sind in der gefährlichen Zeit so entspannt. Aber alle arbeiten hart daran, wieder ins Dorf zurückzukehren. Also arbeitet Garnilo hart, alle Dorfbewohner zu beschützen. Fremdling sollte sich auch vor Gefahren Acht nehmen. Fremdling kann Garnilo jederzeit sagen, wenn er Hilfe braucht. Danke, dass du nach allen gesehen hast. Goblinflöße sind die besten. So, ab ins Goblindorf. In der einzigen Heimstadt der Goblins ist eine unheimliche Energie zu spüren. Hat das Durcheinander im Panawald seinen Ursprung in diesem Dorf? Wir schauen uns das mal an. Hier entlang. Am schnellsten sind wir mit dem Floß. Dort alle dem Wahnsinn verfallen sind, bleibt wachsam.
Fremdling, da du uns mit unserem Dorf hilfst, werde ich das Floß so gut ich kann für dich lenken. Viel Glück, möge der große Grob über uns wachen. Gut, rauf aufs Floß. Und dann legen wir mal ab. So, hier scheint das Goblin-Dorf zu sein. Da werden wir jetzt erstmal hier den Fluss entlang. Und dann gucken wir mal. Pyrenefluss. Oh oh. Ja, da werden wir dann doch nochmal nass. Aber wir sind ans Ufer geschwommen und haben das Ganze überstanden. So, wir sind im Goblindorf und müssen vermutlich noch hier hoch. Haltet die irren Goblins auf. Ja, da kommen sie uns schon entgegen. Kommt mal mit. Wir sammeln hier so ein paar. So, finde die Ranken, die über das, über die du in das Dorf klettern kannst. Hier sind sie. So, da finden wir wieder ein paar Heiltränke, ein paar Handschuhe. Nichts Besonderes. So, wir retten hier die bewusstlosen Goblins, die wohl so ein bisschen gelitten haben. Ja, hier müsst ihr doch durch, Leute. Oha, es geht schon wieder los. Jetzt werden auch die hier verrückt. Ich bin schon mal gespannt, woran das liegt. Überall brennt es. Immer wenn ein weiteres Pulverfass explodiert, herrscht hier Panik. Ich habe Angst vor dem Feuer und vor den lauten Explosionen. Sie treiben uns in den Wahnsinn. Bitte, bitte löscht das Feuer. Die Wasserbehälter, benutze die Wasserbehälter, um das Feuer zu löschen. Ja, das können wir natürlich machen. So, ich glaube, das war schon. Jetzt kommen wir hier zumindest durch. Hier hinten müssen noch ein paar tobende Goblins sein. Das sind Halluzinierende. Oh ja, da kommt eine ganze Armada an. Ja, dann kommt mal her, Leute. Spürt unsere Klinge. So, und gehe tiefer in das Dorf hinein. Dann müssen wir hier die Ranken nur noch entfernen. So, wir sollen nach Überlebenden suchen. Kinder von Parna, kommt zu Sinnen! Ich bin hier, um euch zu helfen! Im Namen von Parna, dem heiligen Baum, Wahnsinn hinfort! Durchschaut die Illusion! Die Wahrheit liegt vor euren Augen! Seht den Fremdling, der für euch kämpft! Wer bist du denn? Jo. Okay, dann komm mal her.
Stress machen hier. So, das war's auch schon. Wir gehen weiter und entfernen den Magiebrocken hier hinten. Die auf Goblins wirkende Energie vertragen. Okay, das war wohl der Ursprung. So schwarz und dicht, dass man nicht hindurchsehen kann. Die Aura trägt Spuren verbotener Magie, Nekromantie. Ein Wesen, das den Gesetzen der Natur trotzt, hat diese Energie verströmt. Wahnsinn aus der Dunkelheit. Fremdling, ich glaube, ich kenne die Quelle. Es ist der Ort, der diesem Land die Energie entzieht, wo der Wächter ruht. Das Balanka-Gebirge. Die Quelle alles Bösen hält sich dort verborgen. Fremdling, du hast dein Herz geöffnet und uns angehört. Du hast unser Wohlwollen akzeptiert und uns deines geschenkt. So ist es. Alle haben uns gehasst oder gefürchtet, aber du hast uns so akzeptiert, wie wir sind. Du hast dich um uns gekümmert. Außerdem hast du uns unser Dorf wiedergegeben. Jetzt werden wir es von allem Bösen befreien. Wenn die Blüten wieder erblühen, wird unser Dorf erneut von Gelächter des Glücks erfüllt sein. Dankeschön, Torus. Kein Problem. Goblinflöße sind die besten. Die ja, sind schnell. Gut, wir können gleich hier dann noch die restlichen Quests verfolgen. Ich schau mal gerade im Panawald. Okay, das ist hier die einzige, die wir hier noch haben. Und Rania Ruh, da haben wir noch einige. Die werden wir dann bestimmt finden, wenn wir gleich wieder zurückgehen. Je nachdem, wie viel hier noch zu tun ist. Ah ja, hier hinten haben sich jetzt auch nochmal wieder Quest aufgetan. So, da finden wir nochmal ein paar Ohrringe. Was haben wir denn hier so? Okay, ist alles schlechter als die Sachen, die wir eh schon tragen. Gut, hier wollen wir runter und dann können wir hier nämlich noch die wahnsinnigen Goblins und Orks töten. Da sollen wir noch ein paar Waffen von denen stehlen. So, ich glaube, ja, Handaxt eines Orks brauchen wir noch tatsächlich. Zwei Stück und Schwert eines wahnsinnigen Goblins haben wir schon zweimal. Gut, müssen wir hier mal noch mal gucken. Ob wir hier welche plündern können. Da haben wir jetzt die Handaxt eines Orks zumindest schon mal bekommen. Ja, ich weiß nicht, ob wir den Baum hier so schnell gefällt bekommen. Ich glaube nicht. Die Monster spawnen bestimmt gleich wieder. Ja, da sind sie schon. So, damit haben wir dann die Handaxt der Orks. Und das Schwert eines wahnsinnigen Goblins fehlt noch. Solch ein Pilz habe ich noch nie gesehen. Okay, wir haben hier eine Quest noch bekommen. Da sollen wir vermutlich ein paar Pilze entdecken.
können wir hier auch die Pflanze nochmal mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Alles, was uns hilft, ist gut. So, wo haben wir denn noch ein paar Goblins? Okay, da haben wir sie. Dann wären wir hier soweit auch erstmal durch. Ja, Häschen, ich komme schon hinterher. Keine Sorge. So, dann können wir gleich hierhin schnell reisen. Und dann gehen wir da die beiden Quests schon mal ab. Und dann gehen wir hier weiter nach Westen. Osten, sorry. Und holen uns da auch nochmal die beiden Aufträge. Damit wir hier alles komplett haben. Ja, gehen wir erstmal zum Sammler. Sieh dir diese robusten Griffe und schweren Schwung an, beeindruckend. Sie verfügen über die grobe Machart der Orks und Goblins. Sie sind eine tolle Ergänzung meiner Sammlung. Ja, ich werde dich dafür gebührend entlohnen. Was ist das? Pilze? Solche Pilze habe ich ja noch nie gesehen. Oh, das Sekret duftet aber herrlich. Wenn es keine Irritation verursacht, könnten wir es als Zutat für Parfüms verwenden. Ihr Menschen mögt. Nun, da der Oger tot ist, wird sein Wahnsinn schwinden und die heilige Energie des Pernabaumes den Wald heilen. Okay, bitte sei vorsichtig, der Meister der bösen Energie, der Pana in den Wahnsinn getrieben hat, befindet sich nun in Balankar. Doch ich fürchte, die gewaltige Kraft, welche die Störung verursacht hat, bleibt noch immer bestehen. Vielleicht wirst du schon bald auf diese furchteinflößendes Geschöpf treffen, dem wir uns nicht zu nähern wagen. Viel Glück. Funkelsteine, ihr Menschen mögen. Was haben wir denn hier? Missionsbelohnung, können wir hier irgendwas abholen? Nö. Okay, oder ist hier so komisch leuchtet? Spazieren wir ganz normal dran vorbei. Mit denen halten wir uns jetzt hier nicht auf. Denn hier gibt es nochmal zwei Aufträge. Gehst in den Dunkelwald? Na, dann könntest du vielleicht etwas für mich tun, wenn du dort bist. In dem Wald wimmelt es von ruchlosen Abenteurern, die ihren eigenen Leuten auflauern. Ihnen ist es egal, ob du ein Goblin oder ein Mensch bist. Das ist ein böser Haufen, der alles und jeden auf seinem Weg angreift. Meine ganze Ausrüstung habe ich an sie verloren. Kannst du sie mir wieder beschaffen? Bitte, ich flehe dich an. Hallo Torus, so treffen wir uns wieder. Ich bin auf einer Geheimmission für Kommandantin Avel. Sie ist geheim, um Probleme mit dem Senat zu entgehen. Aber meine eigentliche Aufgabe besteht darin, Professor Restren zu helfen. Aber du kennst sie ja. Das ist großartig, Torus. Du bist ein hervorragender Abenteurer. Es wäre großartig, wenn du uns hilfst. Würdest du das tun? Aber natürlich. Rosenberry. So treffen wir uns wieder, Torus. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich dir von meiner Mission hier im Wald berichte. Ich bin auf Bitten von Kommandantin Avel hier. Sie macht sich Sorgen, dass der Wald durch die Nekromantie im Chaos versinkt. Meine Aufgabe besteht darin, herauszufinden, ob ihre Sorge berechtigt ist. Du bist hier, um mir zu helfen, oder? Könntest du in den südlichen Teil des Waldes gehen? Ich möchte gerne ein paar Galleproben von wilden Tieren. Ja, beide Quests führen uns also hier in den südlichen Teil. Und ich glaube, da können wir zu Fuß runtergehen, dann können wir hier noch so ein paar Sachen vielleicht einsammeln. So, Arborbaum. Was haben wir denn hier? Rüstungsteil eines Ritters und Aufzeichnung eines Wächters. Können wir auch gleich mal lesen. Und hier haben wir wieder einige Kartenpakete, die können wir mal öffnen.
machen wir das doch mal. Neu mal öffnen. Vielleicht ist da ja auch was Legendäres dabei. Ne, leider nicht. Nur normale, seltene und ungewöhnliche. Aber gut, besser als gar nichts. Dann öffnen wir hier von denen mal zwei. Okay, Cella und Sapiano. Was haben wir hier noch? Da kriegen wir Nacktschuhen raus. Und hier haben wir ganze 6. Ja, da kriegen wir einiges. Gut, auch ein paar neue Karten sind dabei, wie ihr seht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gut, Leute, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir uns die beiden Quests hier unten nochmal an. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also, bis dahin.